Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wohlwollend beraten, Herr Staatssekretär. Als ich den Referentenentwurf und den Gesetzentwurf das erste Mal auf den Tisch gekriegt habe, habe ich mich zunächst gefreut. Steht doch dort in der Problembeschreibung, dass die, ich zitiere jetzt mal, anspruchsvolle Aufgabe der Strafgerichte in der täglichen Praxis dadurch erschwert wird, dass sie sich einer dauerhaft hohen Arbeitsbelastung ausgesetzt sehen. Und, Zitat weiter, der Staat von Verfassungs wegen gehalten ist, eine funktionstüchtige Strafrechtspflege zu gewährleisten, ohne die der Gerechtigkeit nicht zum Durchbruch verholfen werden kann. Starke Worte, habe ich gedacht. Und, jau, endlich hat sich's bis zur Regierung rumgesprochen, dass die Justiz personell unterbesetzt ist. Ich bin ja selbst Richter und weiß, wie die Arbeitsbelastung schon vor Jahren war. Und nach Auskunft meiner Kollegen ist das auch nicht besser geworden, sondern schlechter. Jetzt geht's los, dachte ich. Aber dann fiel mir wieder der Föderalismus ein. Und ich weiß ja auch, dass die Justiz Ländersache ist. Hi, wer hat denn da gehudelt, habe ich gedacht. Wie will die Bundesregierung das denn regeln? Zwei Sätze weiter wurde ich dann aufgeklärt. Denn man möchte das bestehende, Zitat, Regelungsgefüge unter Wahrung der genannten Ziele des Strafverfahrens an die sich ändernden Rahmenbedingungen anpassen, Zitat Ende. Also anders ausgedrückt, versuchen mit dem vorhandenen zu wenigen Personal die Sache doch noch einigermaßen zu regeln, damit, wie schon zitiert, der Gerechtigkeit zum Durchbruch verholfen werden kann. Im Vergleich zum Referentenentwurf, der sich stark auf die Stärkung der Beschuldigtenrechte konzentrierte, wurde der vorliegende Gesetzentwurf dann noch deutlich reduziert. So ist beispielsweise die Möglichkeit, des Beschuldigten einen Pflichtverteidiger zu beantragen, nicht mehr enthalten. Die erste Vernehmung des Beschuldigten kann unabhängig vom Tatvorwurf in Bild und Ton aufgezeichnet werden und später in der Hauptverhandlung vorgeführt werden. Bislang ging dies nur bei richterlichen Protokollen. Nun kennt man ja aus diversen Krimis und Tatort und was weiß ich, wie sie alle heißen, so die polizeilichen Vernehmungen. Und wenn ich mir das vorstelle, dass sowas in echt passiert und aufgezeichnet wird, ich möchte es mir nicht vorstellen. Kopfkino ist ganz schrecklich. Entfallen ist auch das ursprünglich vorgesehene Verbot der Überwachung von Anbahnungsgesprächen zwischen inhaftierten Mandanten und Verteidigern. Warum? Auch war zuvor vorgesehen, bei umfangreichen Verfahren die Termine mit der Verteidigung, der Staatsanwaltschaft und den Nebenklagevertretern zu erörtern. Sie haben es ja auch erwähnt, Herr Staatssekretär, wobei umfangreich ab 3 Terminen gemeint war. Jetzt inzwischen ist diese Pflicht nur noch bei Terminen, die die Zahl von 10 erreicht, erforderlich. Das Recht des Verteidigers, eine Erklärung zur Anklage abzugeben, wurde ebenfalls auf die entsprechend lange Verfahren reduziert. Gut, da kann man nur drüber streiten, 3 Tage oder 10 Tage. Ziel dieser Regelung soll ja unter anderem sein, spätere Streitigkeiten in der Hauptverhandlung zu vermeiden oder vorzubeugen. Späteren Streitigkeiten in der Hauptverhandlung. Hallo? Das ist ja was Neues. Streitigkeiten in der Hauptverhandlung. Ich war ja selbst über 12 Jahre Strafrichter. Und ich dachte immer, Staatsanwalt, Verteidiger, die sind immer einer Meinung, haben sich lieb. Und am Ende muss man gar kein Urteil sprechen, sondern einen Vergleich aussprechen. Das war jetzt Sarkasmus an die, die es nicht verstanden haben. So, leider macht der Regierungsentwurf, ich habe mir gedacht, dass einige das nicht verstehen, ne? Macht der Regierungsentwurf, eigentlich dachte ich ja bei der SPD, aber na gut, rückgängig, was an guten Vorschlägen im Referentenentwurf enthalten war. Dagegen bleiben kritikwürdige Regelungen weiter enthalten. Typisch. Dass DNA-Ergebnisse künftig auch gegen Verwandte verwendet werden können, scheint jedenfalls problematisch. Und ich sehe auch die Erfolgsaussichten von so DNA-Reihenuntersuchungen stark in Frage gestellt. Bislang war immer so der Druck, wenn ich mich dann weigere, dann gerate ich selber in Verdacht. Aber jetzt kann man ja sagen, gut, wenn ich jetzt mitmache, kann die ganze Verwandtschaft in Verdacht geraten. Ob dann tatsächlich noch da der Erfolg garantiert ist, das bezweifle ich wirklich. Und die geltende Frist zur Stellung von Beweisanträgen schränkt ebenfalls die Möglichkeiten ein, ebenso die vorbehaltslos erweiterte Verlesungsmöglichkeit ärztlicher Teste. Ist zumindest zu hinterfragen. Naja, es kommen ja die, wie Sie sagten schon, guten Beratungen. Hoffen wir mal oder schauen wir mal, was wir in den Beratungen noch retten können. Auf alle Fälle wäre, um eine funktionsfähige Strafrechtspflege zu gewährleisten, deutlich mehr Personal erforderlich, um der Gerechtigkeit endlich zum Durchbruch zu verhelfen. Zeit dafür wird's allemal. Dankeschön. Danke, Herr Kollege. Als nächster Redner spricht Dr. Patrick Sensburg von der CDU-CSU-Fraktion. Danke.